Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der BG Farm in seinem Gebirge. Mit dabei haben wir heute den Hago, den Leo, den Richie, den Walter, Florian, Maschira, Paul, Sivos, Jörgi und den Sven. Hallo. Hallo. Moin, moin. Hallo. Was? Bist du schon am Essen? Ja, was gibt's natürlich. Heute? Bitter. Was sonst? Kalt oder warm? Eben warm natürlich. Ja, weiß ich nicht. Wer ist denn kalte Pizza? So, ich darf heute mit Paul mitfahren, hat er gesagt. Paul, du machst das sehr gut, ich fahr alleine weiter, ne? Mach Warum haben wir jetzt immer noch den kleinen Deutz an dem großen Hänger dran? Weil du den großen beschlagnahmt hast. Aha. Das können wir tauschen. Was habt ihr denn mit der Silage vor? Ich hätte sie erstmal ins Lager geschmissen, weil wir keinen großen Hänger haben, zum sie verkaufen. Okay. Der große Hänger, der ist nämlich bei den Zuckerrüben. Da, wo du übrigens angefangen hast letztes Mal. Stimmt, da wollte ich auch unbedingt weitermachen. Hast du die? Ja, dahin. Genau, so war es gewesen. Hey, aber da war schon was drin im Anhänger. Wo ist das hin? Ja, guck auf den Kontostand, dann weißt du, wo es hin ist. Oh, wow. Die Heinzelmännchen waren wieder mal da. Habt ihr die guten Zuckerrüben verkauft? Geht doch nicht, du. Du kannst sie gerne alle ins Lager werfen, aber ich glaube kaum, dass wir die jemals brauchen. Natürlich. Da fällt 20 liegen noch welche. Ja, es sind unsere. Ganz viele überall. Leo, bist du vom Fach oder was machst du da? Macht ihr schon wieder Schweinereien im Wald? Bald kriegen wir ihn nicht mehr. So. So, wer ist denn heute alle da? Wer ist denn LU heute da? Ich. Einer. Der Schwitzer, der Walter und der Marschierer, sehr schön. Und der Rest, warte mal, Paul und Jörg ist bei mir, richtig? Genau. Und der Rest ist alles Schweinehof? Wow. Ja, der Chef meinte, er müsste Urlaub machen. Achso. Dann Sven ist normal LU. Ich bin gezwungenermaßen bei den Schweinern. Wir sind nämlich voll coolen Säure, deswegen gerade. Gott. Kannst Hago zu mir sagen? Achso. Warum war der Richard nicht lange nicht mehr da? Also nichts mehr zu essen da und ohne Essen geht eine Aufnahme nicht. Das verstehe ich. Also es wurde sich lautstark beschwert, dass du alles abgeholzt hast und dann einfach abgehauen bist. Von wem? Ich will keinen Namen nennen, aber guck dir mal die Videos an. Darfst du gerne. Was mache ich nicht? Er wollte ja doch schön. Ja, Bäume. Ja, vorhin. Was? Ja, du musst Hago dich doch festhalten, dass du Hago seinen Tannenbaum nicht umgesägt hast. Aber Hago hat schon einen Tannenbaum umgesägt auf dem Hof. Glaube ich, füll da genau zwei Anhänger auf, dann geht's mir so auf den Sender, dass ich da ein Förderband hinstelle. Das kann gut sein, ja. Wo kommt das überhaupt hin, das Holz hier? Notfalls an der Baumstämme vorbeifahren, Leo. Nicht schnack. Kommt das im Heizwerk eigentlich, oder wo kommt das hin? Nee? Nee. Die Bäume? Lagerhaus Bahn. Seid ihr da letztes Mal eigentlich hochgekommen noch, oder? Jo. Profi am Steuer. Oh, guck mal, da können wir Elektroautos laden. Und Jörgi, GPS regelt. Wieso? Kannst er denn rum, Alter? Was treibt der hier? Warum steht der ganze Leute im Wald? Was macht die eigentlich alle im Wald, bitte? Oh, ich weiß gerade nicht. Lohnt sich das davon vorbeizugucken oder wie ist es? Nee. Dann stehen hier noch mehr Leute rum. Werner, der Dominik meinte, du könntest irgendwie die Praktikanten hier alle wieder erlösen. Erlösen? Keine Ahnung, irgendwie. Jürgi, guck doch nicht so angespannt. Verstehen wir das gleiche unter erlösen? Oh.
Oder die Mitarbeiter von den Praktikanten erlöst, je nachdem, wie man es formuliert. Ja, haben wir jetzt jemanden übrig, der keinen Job hat irgendwo? Ja. Svenny. Sven? Ich helfe hier beim Schwein. Gar nichts. Ich hab gehört, die wollen dich nicht, ganz blöd gesagt. Ja, ich hab gehört, ich bin ja einfach zugeteilt worden, ohne Grund. Ah. Florian, kannst du hier nochmal die ganzen Äste abschnitzen? Ja, warte, warte. Leo. Was hast denn du hier gemacht, Florian? Mit dem Geh jetzt nach Hause, Alter. Das geht nicht gut, wenn er. Hier, Zuckerrüben. Ach, die kommen. Dann glaube ich nochmal ein Stück abschneiden da hinten. Agarzucker. Hier war der Herr. Hier. Weiter. Agrarzucker ist noch weiter. Kaufpunkt. Ja. Noch weiter. Ist ein bisschen tricky, da. Die Verkaufsstelle zu finden. Mal gar sehen, kein Problem. So gibt Sven mal eine sinnvolle Aufgabe. Ja, Sven, du kannst hier zu mir kommen und Rüben ja, schaufeln. Drei Wochen lang. Ja, Werner, dann musst du ihn dir zuweisen. Ja, Sven, komm ran hier. Nein, in dem Farming-Cabinet. Ja, warte. Teil. So, einer mehr oder weniger macht keinen Unterschied. Warte mal. Kommt keiner in den Admin-Bereich rein, ne? Warum nicht? Vom MP-Manager, oder? Kommst du da rein? Hast du das Passwort? Ich nehme mal an, dass es dasselbe ist wie der Server, aber du musst eingetragen sein, um da was umstellen zu dürfen. Das ist das Problem. Passwort und erfolgreich geändert. Alles klar, so, Mitspieler? Okay, da geht's natürlich auch. Aber warte mal. Ja, also wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss ja Sven bei euch entfernen und dann bei mir hinzufügen, oder wie war das? Genau. Du kannst auf Mitspieler bearbeiten und dann einfach den Hof ändern, den BG er Leo. Ist. Den lassen wir da, wo er ist. Besser ist das. Svenny Boy. Oh. Kühe. Speichern. Ja. Die Dinger werden auch immer länger, ne? Florian. Bisschen, ja. Junge. Oh, ich bin falsch, glaube ich. Oh Gott. Oh nein! Ich bin gerade am Schweinehof, aber da muss ich gar nicht hin, glaube ich, oder? Der zieht aber auch an, ne? Wer denn der Schweinehof? Mhm. Ja, das stinkt. Naja, die ganzen Profis, die da arbeiten. Das stinkt halt extrem, ne? Ja, nach Geld. Nee! Nach ungewaschenen Schwein. Maschinen. Achso, ich dachte nicht. Ja, der Hochdruckreiniger ist ja immer besetzt. Alter, ich komme nicht mal raus bei euch, Alter. Na schon. Der Hof ist was für Profi. Ja. Hago, du musst gleich mal von der anderen Seite ein bisschen nach. Mhm. Leo, wollen wir nicht vielleicht mal durchfallen? Was wollt ihr machen? Durchteilen? Ja. Ich finde die Mitte nicht. Kannst du mir nochmal erklären, wo die ist? Oh Gott. Die Mitte ist egal. Das ist nicht die Mitte, aber... Mir doch egal, wo die Mitte ist. Ja, du hast mir nicht erklärt, wo die Mitte ist. Leo, erklär doch mal dem Personal, wo die Mitte ist. Ohne Scheiß. Ja, ich bin das schon. Junge. Wow. Werner ist weit gekommen, sagt er. Alles gut. Ist nur das Feld läuft. Vom Schweinehof, kein Problem. Mal rein damit, Schweizer, immer rein damit. Hm? Was jetzt genau? Oh, wunderschön, Leo, wunderschön. Warum ist meine Musik so laut? Was soll das? Echt mal. Oh, warte mal, ich hab was vergessen. Hacko, was versucht da zu greifen, wenn ich sage, ne? Ach, wie bitte? Da liegt ja noch eins. Ein Baumstamm! Sven, diese Lage im Fendt kannst du ins Lager kippen und dann wieder unter die Vorderbahn stellen. Halt, stopp jetzt hier. So, weiter geht's. Läuft. Wollte irgendjemand Werbung anbringen? Nee. Wer bei uns auf dem Mod-Server mitspielen möchte, muss einfach auf den TS kommen und dann kriegt ihr da die Mods und dann könnt ihr bei uns auf dem Mod-Server mitspielen. Hey.
Weil der Mod-Server ist total super. Das ist ja voll genau. Cool. Werner muss das Werbevideo machen. Was, ja, genau, ja. Dauerwerbesendung muss jetzt oben Ja. Spiel bei uns und wir haben die wir machen ein neues Server. Intro für den Mod-Server. Ja, Leo, komm. Wenn der Leo ein neues Intro gemacht hat, dann kommt das vor das Video. Oh, Leo macht ein neues Intro. Sag nicht, wie passieren werden 2018. Ich glaub, die Wette geht, was? Dann machst du es eben nächstes Jahr, wie Boxer. Wer grillt? Wow. Jetzt, wenn du da oben bist und unter dem Kran durchgefahren bist, gleich um die Ecke, da ist... werden die Bäume von alleine weggehen, ja. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Hat jemand ein Stück vom Kuchen abbekommen? Nee. Nein. Der hat alles selber gegessen. Eiskalt. Weiß aber tatsächlich nicht, ob ich da reinbeißen möchte. Nee. Bin ich hier richtig angekommen? Ja. Aber soll ich die Silage in den... Also füllen, ja? Also. Ja, du kannst aber auch. Wir können aber zuerst die ganzen Rüben verkaufen, dann können wir zusammen die Silage wegbringen. Ja, okay, bis du da bist, dauert das, oder? Ja, du musst aber aufs Feld kommen. Du hast da zu viel Spanngurte rumgemacht, Richie. Feld 26 Nordseite steht ein Radar da. Ja, ich weiß, ich bin schon drin, aber... Gönn dir. Ja, kann ja, solange du hier durch die Gegend fährst, mit dem Fan ein bisschen Silage fahren. Oder er bringt den Fan hoch und wir fahren zusammen Rückzug. Okay, dann. Mit einem 15.000 Liter Hänger. Ja, kommt ja gleich ein größerer. Fahr dich runter, Mäuschen. Oh, hab ich alles da. Apropos Mäuschen. Was ist denn das für ein Ding, was du da quälst? Vogel. Komm in dein. Ein Mäuschen. Wohin muss ein ich, Paul? Mäuschen. Hier. Also wo? Unter dem Kran und da durch? Ja. So rein. Und dann ist das da gleich. Eigentlich müssen die Bäume da weggehen von alleine. Wollen wir uns ein großes Glas nicht alleine oder kling, so? Kling. Oder? Alter, leck. Muss ich spannende Gurte lose machen. Wir warten jetzt einen kleinen Moment, bis die Leute das Holz verkauft haben, damit wir dann die Rüben verkaufen. Sonst nicken die wieder unser Geld weg. Da ist doch Verkauf Holz drin und Einnahmen. Okay, ich lade ab. Paul, mach dich bereit, um das Geld abzuholen. Okay. Ich guck mal, was ein großer Hänger kostet. Florian, hol die Kohlen ran. Nein! Florian, hol mal schnell das Geld. Ja. Nimm das für die Rüben gleich mit. Die Rüben. Auf mit den Rüben. Rüben! Wo ist der Steuerung R oder wo? Verkauft das Holz. Oh. Es gibt ganz schön Geld. Oh, gönn dir. Das sind um die 40.000. Unser erwirtschaftetes Geld. Waren das jetzt 9.000 für Zuckerrüben? Ja, sowas um den Dreh. Hält okay. Immer Holz angepflanzt und keine Zuckerrüben. Okay, Sven. Ja. Fahr bitte zum Händler leer mit dem Traktor. Bin ich gespannt, jetzt gibt's bestimmt einen fetten Hänger wieder. Es gibt einen fetten Hänger, ist richtig. Was macht ihr denn da? Leo, fahr dich runter, Junge. Ist jetzt gerade keine Kette kommen, Leo. Irgendwer ist da komplett am Randalieren bei euch. Ich glaub, Leo ist eingeschlafen. Ich heb da wieder das Bein. Boah. Was? Seid auf Boah, weg ist der Kohle. oder er läuft in die falsche Richtung. Was hast Richtung. Du gekauft? Aber Gericht. Ich habe wieder was nicht mitbekommen. Ja, was man nicht, ist aber auch nicht schlimm. Was man nicht mitbekommen will. Was labert der? Sehr froh, dass du essen warst und in den Teil nicht mehr geguckt hast. Sonst hättest du danach keinen Hunger mehr gehabt. Ah, zum Glück. Ja. Das erinnert mich an ein Video von einer Woche oder zwei. Oh. Das war letzte Woche. Letzte Woche, okay. Ja, aber weiter jetzt. Ja, fahr dich runter, Alter. Leo schläft schon hinter dir. Alter. Er steht ja falsch um der Typens noch. Oh mein Gott. Witz, ey, und vor allem. Ja. Mach mal drauf. Aua. Ja, was tust du denn? Ah, wie kann man nur so sein? Wie kann man nur so sein? Habt ihr Spaß im Wald? Ja, super. Ja. Hat ihr da auch ein Stöckchen bekommen? Ja. Und nicht nur ein. Jürgen, was machst du da eigentlich? Du sollst nicht in dein Zimmer umbauen. Ich doch gar nicht. Ab und zu läuft er durch die Gegend, dann setzt er sich mal 2 Minuten hin. Oh, Leo kann da jetzt den Baum abgriff. Tust du tun, tust. Kein Problem. Leo kennt das. Bist du dir gekommen? Können wir das? Können wir das? Nee, können wir nicht. Hä? Wer hat denn hier die Bäume jetzt? Oh! Oh, Josken gekauft. Vicky Raser. Hast du ihn noch nicht aufgeladen oder was ist das hier?
Ja, Leo, nee. Der Leo, der ist nicht vom Fach, der kann das nicht. Willst du das machen? Nö. Ja, krieg ich mir auch. Doch hockst der Florian. Der kleine süße Flo. Richie? Ja. Das klang nicht gesund. Ja, ist normal hier im Osten. Im Osten nichts Neues. Ist hier eine Wiese? Was ist denn hier mit meinem Ping eigentlich passiert? Oder? Erik, was ist los? Noch Blick gelesen. Was? Hab ich jetzt nicht gesehen, Werner. Da war eine Wiese. WhatsApp. Also ich schicke ihm ein WhatsApp, er hat sein Handy in der Hand, aber hat sie es noch nicht gelesen. Er hat dich blockiert. Nee. Beste Entscheidung. Ignoriert. Er hält das Handy dann nur hin, damit man das nicht sieht. Ach so. Man auch nicht sehen will, aber gut. Wollen wir Anhänger tauschen, Traktor tauschen? Ja, ne? Ja. So, aber wir sind tatsächlich schon wieder fertig für heute, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.